Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Fallen Enchantress Headset Heroes. Ich bin zurück und ich habe auch ein neues Headset auf. Diesmal das Sennheiser PC 230. Und ich bin mal gespannt, wie das so klingt. Welchen Sound das so hat. Liegt ein bisschen nahe am Mund, das heißt, man wird mich ziemlich laut atmen hören, glaube ich. Gefällt mir nicht so gut die Konstruktion. Ich bring's leider nicht weiter weg. Schauen wir mal. Geht aber Premium-Spiel. Muss mich da jetzt wieder reinfinden. Wir haben hier drei Städte aufgebaut. Und wir haben bisher eine große Armee. Die steht hier hinten. Die möchte nichts zu tun haben mit der Spymasters Army, denn die ist richtig fies. Auch diese Spider Army. Ja. Ja. Wollen wir jetzt nicht unbedingt angreifen. 138 allein Horder Spider. Die anderen sind relativ schnell platt, aber boah. Nee. Da könnten alle von uns gerade mal mit einer Spinne aufnehmen. Das ist mir ein bisschen zu heftig. Das ist ein bisschen der Nachteil. Manchmal schließen sich dann wirklich die Armeen zusammen und werden einfach stärker. Das heißt, man sollte sie doch am Anfang besiegen. Das machen wir jetzt gleich einmal mit den Bären da hinten, würde ich sagen. Wir sind bei guter Gesundheit. Und das Schiff wird auch langsam zurückreisen. So, ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr, nicht, dass ich da wieder voll verpasse, Schluss zu machen. Wird mir sowieso wieder so passieren. So. Okay, dann haben wir Scouts. Das sind böse Scouts. Scouts von einer anderen Fraktion. Da stehe ich gerade an. Gut, dann weiter im Text. Okay. Ja, hallo. Wir haben jetzt jemanden neuen kennengelernt. Und den sehen wir hier im Foreign Relations. Der ist gerade neutral zu uns gesinnt. Und der wird hier jetzt auch aufgezeichnet. Der ist ein bisschen schlechter als wir im Moment noch. Das wird so bleiben, also nicht nur im Moment, sondern immer, natürlich. Der Scout, der kundschaftet geradeaus, wo er sich denn niederlassen kann. Nicht, dass sich der bald zu unserem, dorthin niederlässt, wo wir eigentlich bleiben wollten. Ich würde nämlich sagen, wir werden als nächstes vielleicht uns mal hierher niederlassen, so Richtung Hafen, damit wir da auch mal einen Hafen in unserem Gebiet haben. Sollte das hier nicht klappen, weil dann können wir landen. Das wäre gar nicht so schlecht. Hier produce wealth. Okay, das heißt, die haben dabei nichts zu tun. Da werden wir, was werden wir da machen? Ein Inn. Ein bisschen Food. Unrest. Jojo. Unrest. Fame. Da produzieren wir mal alles. Auch bei Kershay. Okay, da haben wir schon alles. Die ist aber dann noch nicht richtig groß. Trainieren wir dann mal Pioniere. Ich überlege gerade, wie viel wir noch machen wollen. Ob wir uns da richtig mal niederlassen wollen. Da und hier. Wäre gar nicht so schlecht. Ich würde fast sagen, das machen wir. Pioniere. Und dann werden wir noch einmal Pioniere trainen. Achso, kann trainen. Super. Nein. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht machen. Wir werden hier nochmal auf trainen. Pioniere. Dann.
Und das werden wir dann die zweite Stelle packen. Dann ist erstmal das Innen beim nächsten Mal fertig und da kommen die Pioniere. Und die Pioniere haben wir dann hierher und hierher. Da gibt es einen schönen Hafen und hier gibt es schöne Rohstoffe. Und das Ganze kann man dann irgendwann nett miteinander kombinieren. So stelle ich mir das zumindest vor, dass das da mal klappt. Dann haben wir schon mal ein schönes, großes Reich hier, das fast zusammenhängend ist. Denn so wie ich das verstanden habe, kann man hier zum Beispiel nichts hinbauen. Man kann hier keine Stadt bauen. Denn die Stadt kann man nur auf diese Rohstofffelder platzieren. Da bin ich noch am Überlegen, wo ich das mache. Vielleicht sogar hier. Weil dann kann ich da ein bisschen ausbauen und bin nahe an der Stadtgrenze dran. Das wäre gar nicht so übel. Und hier vielleicht, ja, je nachdem, mal gucken, hier vielleicht auf dem Rohstofffeld. Dann kriege ich da bald den Hafen auch noch dazu. Und das Ganze sollte sich dann da irgendwie, irgendwann, irgendwo vereinigen. Das wäre zumindest mein Plan. So, dann hauen wir mal die Beeren in die Pfanne. Die sind Medium, die werden als Strong gewertet. Wenn wir angreifen, haben wir noch die Möglichkeit zu canceln. Das heißt zu sagen, nee, wir wollen doch nicht kämpfen. Wenn wir angegriffen werden, geht das nicht. Stärke 11, das heißt, wir sollten erstmal die Kleinen fertig machen. Bin gespannt, warum die als Strong gewertet werden. Das werden wir wahrscheinlich sogar bald rausfinden. Bracco, okay, er kommt leider nicht ganz ran. Kellus. Wo bewegt sich der hin? Da. Und addet einmal 4 Defense daher. Denn... Okay, du bleibst hier. Weil der Bär, wenn der auf dich losstartet, ist das blöd. Pack of Wolves. Das ist gar nicht schlecht. Die Pack of Wolves haben wir vielleicht daher, damit der dicke Bär da ein bisschen was hat. Das gibt einen Bärenfight. Damit der dicke Bär da ein bisschen zu kiefeln hat. So, ihr werdet mal fortifieren. Macht's mal einen Tower daher. So, die Bären greifen an. Maul. Der hat Maul. Maul ist. Boah, Maul ist stark. Die Molle Maul. Verdammt, deswegen werden die stark gewertet. Uiuiuiuiuiui. Die hauen nämlich so lange zu, bis sie treffen. Und das nebeneinander ist gefährlich. Guckt euch das an. Okay. Oh, das ist böse. Die müssen wir sehr schnell umnieten. So, komme ich da rundherum? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. So, jetzt aber komm. Yes, einer weg. Der zweite weg. Und jetzt ist dann die Frage, was machen wir? Wir haben hier ein bisschen Hitpoints. Per level from all enemies to the caster. Okay, aber der Caster, das bringt uns gerade nicht viel. Der braucht das eigentlich nicht. Der kann auch gerade nichts machen, weil er kein Dings hat. Kein Mana übrig. Das heißt, der bleibt mal da stehen. Und ihr... Bleiben die da? Oder laufen die mal raus und greifen den an? Nachteil ist halt, die können jetzt sehr schnell drauf gehen, die Spikes. Die sind da in vorderster Front. Ich würde die fast mal stehen bleiben lassen. Oh, Dodge. Okay. Boah, Glück gehabt. Glück gehabt. Maul ist wirklich eine der stärksten Fertigkeiten. Da müssen wir schauen, dass wir den gleich umnieten. Puh. Gut, dass die schwach waren. Da hätte ich drauf gucken müssen. Hui. Aber es gibt ein Item. Yay. Plus to Fame und Schuhe.
These boots are made for fighting. And that's just what they do. Oh, guckt's an. Okay, was wollen wir machen? Wollen wir vielleicht gleich mit denen Krieg anfangen? Das wäre gleich der Hammer. Aber wir wissen noch nicht, wo die wohnen quasi. So, was machen wir? Was machen wir jetzt? Syndicate Assassins Army, das sind ganz schön starke, ganz schön viele. Obwohl. So stark sind die auch nicht. Wollen wir das vielleicht probieren? Wollen wir vielleicht diese Army dann noch aushebeln? Die könnte uns aber ein bisschen zu schaffen machen. Laufen wir mal daher. Dabei müssen sich die Spikes... Nice, was ist denn das da? Müssen sich die Spikes ein bisschen ausruhen, kurieren vom Kampf. Aber spannend mit diesen Inseln da. Das ist auch wieder eine Insel, wo es ein bisschen Schätze gibt. Das sollte ich vielleicht wirklich gleich mal machen, dass ich irgendeinen Hero da herumschippere mit dem Schiffchen. Das könnte ich machen. Ich könnte zurückschiffen. Guck an, eine kleine Armee. Das ist ja noch besser. Die hat sich gerade abgespaltet. Die hat sich gerade abgespaltet, sehr nice. Braco hat am meisten Laufpunkte, dann lauft er mal da nach hinten. Was machst du? Kellus? Kellus wäre so ein Typ, der dann ein paar Schätze zum Beispiel einsammeln könnte. Den brauche ich nämlich nicht allzu stark. Rams. Dann laufen wir da verkehrt herum und versucht dich von hinten anzuschleichen. Das macht ihr gerade von der anderen Seite. Braco ist wieder dran. Oder Becco. Vier zur Defense. Achso, da muss ich nah dran stehen. Okay, ist egal. Ist eigentlich egal. Sagen wir vielleicht noch, dass der keine Defense hat, damit der Seth auch was macht und auch Erfahrungspunkte kriegt für den Kampf. Und jetzt war's das. Das hätten wir vorher beim Dings auch schon machen können, beim Bären. Ja. Die Seths Army ist richtig gut drauf. Überleg gerade, was ich mache mit der, ob ich die mal... Wo stelle ich denn die hin? Ich stelle die mal daher. Und lass die garden. Ja, die sind die Assassinen taugt das gerade nicht so. So, und da sind die Pioniere. Die dürfen sich nicht gefangen nehmen lassen. Mit denen laufe ich mal daher. Die sollten da in vier Zügen drüben sein. Und das Leder ist erfunden. Jetzt können wir dann in Richtung Waffen gehen. Daher. Das Schiffchen segelt mal. Naja, genau, das ist eh schon unterwegs. Sollte mal auf jeden Fall unsere Militär... Okay, die anderen Pioniere. Das geht gerade richtig schnell. Die anderen Pioniere sollten mal daher kommen. Die laufen auch weiter. Seth ist dabei wieder gesundet. So, und bevor ich es vergesse... Wealth.
Nein, wir wollen es nicht zerstören. Immer noch nicht. Nö, nö. Dann, okay, wir können da dabei nichts machen. Hier werden wir jetzt unser Militär ausheben. Und daher schicken. Hat das gerade geklappt? Ah, wir sind hier. Okay. Alles klar. Pioniere sind unterwegs. So, und wir... Ich speichere mal kurz. Jetzt wird's heiß. Also nicht nur, weil es draußen 30 Grad hat, sondern weil wir jetzt die Syndicate Army angreifen. Entschuldigung, kurz was getrunken. Da bin ich auch schon gespannt, wie das klingt in der Aufnahme, ob das extrem rauscht. So. Und ich habe gehört, meine S-Laute sollen relativ laut sein. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir Österreicher ein ziemlich scharfes S auf den Lippen haben. Klingt blöd, ist aber so. 8, 8, 8, 8, 22, 22, da gibt es aber auch richtig starke dabei, die auch, boah, 18 Schaden machen, meine Güte. Wer soll denn das wegheilen? So, wer darf zuerst? Die werden alle geguardet. Ah, der kann zum Glück heilen. So, jetzt ist es wichtig, dass wir den richtigen angreifen. Hitpoints 14. Hitpoints 22. Das ist schon ganz gut gemacht. Die haben die guten da vorne stehen. Aber den kleinen kann ich schon mal wegnocken. Wenn er nicht ausweichen würde. Kann ich da irgendwas fernschießen? Nein, nein, wir können hier nur garden. Oder eben uns einmauern. Machen wir das mal. Und der hier wird jetzt sagen, mir fällt das Wort nicht ein, keine Verteidigung für einen bestimmten. Deck 14, Defense 32. Deck 18, Defense 6. Probieren wir es bei dem. Das wäre natürlich der Hammer, wenn wir da den Boss gleich mal wegnocken könnten. Watsch! Auch hierher. Und auch einmal angreifen. Nice. Einen haben wir weg. Jetzt seid ihr dran. Wo läuft ihr hin? Geht gerade nicht. Okay. Dann bleibt es da. Na gut, attacken können wir gerade nicht. Ist die Frage, ob sich die auch einmauern sollen. Ja, dabei gibt es eh nichts zu tun. Die kommen aber auch nicht hin, weil... Hitpoints 13. Baracko. Was machst du? Was machst du? Versuchen wir mal, den in der Mitte zu klopfen, da können wir nämlich drei hinhauen. Irgendeiner muss doch treffen. Sehr schön. Kalus, du kannst da jetzt nach vor starten, in die Mitte. Kalus? Hallo? Hallo? Achso, ja, steckt da, na toll. Aber ich kann die hier defenden lassen. Kriegen gerade einen richtig schönen Boost. Der kann sich fortifyen. Der könnte Hitpoints transferieren, was vielleicht gar nicht so schlecht wäre, weil es da doch mehrere gibt. Er hat zwar schon volles Leben, aber auf der anderen Seite verlieren die Hitpoints. Machen wir das mal, wir haben da eh 2 Space. Tschack. Nice! Die sind gleich down gegangen. Und ihr? Greift's mal da an. Widerstanden. Oh,
Autsch, 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 autsch. Okay, Braco, komm mal daher. Und greif da mal an. Macht's die fertig. Die leben noch, die leben noch, die leben noch. Das war dämlich. So, ihr. Ich würde fast sagen, ihr zieht euch zurück. Und könnt hier Fortify machen. Ist mir gerade ein bisschen zu heiß. Dann nehmt ihr den Platz ein und macht's die alle. Weil das wäre wirklich schade, wenn wir da jetzt noch eine Einheit verlieren. Du kannst dabei nichts machen. Die Hitpoints transferieren lassen wir mal. Sollte jetzt eigentlich dann genügen. Stellen wir uns mal daher. Und wir können... Was macht man? Das ist ja... Lebt immer noch einer. Mit einem halben Hitpoint. Aber 48. Das ist doch mal nice. Und Braco müsste damit ein Level abgeschafft haben. Und Kalos auch. Kalos kann sich jetzt endlich was aussuchen. Und der ist ja so in Richtung Nahkampf. Hitpoints. Oder in Richtung Defender. Defender wäre auch eine Idee. Habe ich noch nicht probiert. Das wäre mal eine Idee. Probieren wir mal Defender. Und ihr könnt euch da wieder einsackeln. Oh geil! Ein Hündchen! Ist das nice? Nächste Armee. Der Hund. Annie. Auf den Hund gekommen. Ist das cool. Okay, ihr Pioniere, ihr werdet euch da dann niedersiedeln. So, und jetzt ist natürlich die Frage, machen wir das jetzt wirklich so, dass wir Annie da reinbringen? Okay. Keine weiteren Fragen. Spikes, Seth, Military und Kalos. Ich werde einmal noch equippen, dann ist die Folge eh schon zu Ende. Und dann werde ich mit Kalos wegsegeln. Und ein bisschen Items einsammeln. Denn man braucht oft einen Helden, um Items zu equippen. Das heißt, es reicht nicht, wenn ich die Military Army losschicke, sondern man braucht wirklich auch einen Helden. Und dann habe ich zumindest eine kleine Armee. Beim Hund können wir uns noch überlegen, ob wir den auch mitnehmen. Und die sollten ja eigentlich nicht auf Gegner treffen. Sollten immer rechtzeitig dann weg laufen. Werden wir mal traden. Seth zu Kalos. Okay. Was hat er im Moment? 9 Schaden. Das ist eh das beste Schwert. Defense. Oder er tradet mal mit Braco. Kriegt er mal ein Helmchen. Ansonsten gibt es da eh noch nichts Spannendes. Braco hat auch 9 Attack. Das passt soweit ganz gut. Dann, Kalos, komm mal daher. Achso, geht gerade nicht. Müssen wir eine Runde warten. Dann läuft sie mal daher. Wo sind die Military Army? Die müssen sich natürlich auch noch auf den Weg machen. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt voll einfahren. Das ist eine ganz schlechte Idee ist. Aber das finden wir ja dann raus. Und die zweiten Pioniere, die sind da auch immer noch auf dem Weg. Die müssen sich auch noch hierher machen. Dann würde ich sagen, churn. Das Plug. Auf den 10. Und Zeit die Runde zu beenden. Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da?
Nicht gut. Okay, die werden gerade irre. Ja, genau, unbedingt, ja. Hauen wir alle in irgendeine Mine, in irgendein Loch, die daran infiziert sind. Das sind übrigens die Ereignisse, die so passieren können. Oder... Sticks and force them to live a part of us. Okay, das heißt, dass die auswandern müssen. Could a disease? Okay, you cast a complex spell. Das wäre halt natürlich das Allerbeste, weil minus 20 to population ist die Frage, ob wir uns das leisten können. Ich würde jetzt ganz gerne die Population sehen. Boah, schwere Entscheidung, schwere Entscheidung. Ich würde sagen, die treffe ich in der nächsten Folge, nachdem ich gerade die Dings auffressen. Die Gelsen. Ich mache mal das Fenster zu und beende die Folge. Sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Man sieht sich.